Heute hat es leider nicht ganz gereicht. Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Gute Frage, so direkt nach dem Spiel. Ich glaube, wir haben es versäumt, nach dem 1:1 dann das zweite Tor nachzulegen. Chancen und Situationen im gegnerischen 16er waren genügend da. Und da haben wir es halt wirklich verpasst, das zweite Tor zu machen, weil dann, glaube ich, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen. Ja, es gab ja die eine Szene, wo vorne der Strafstoß ja quasi nicht gegeben worden ist, wo sie sich ja dann auch ziemlich aufgeregt haben, wo das Spiel nicht weitergelaufen ist. Was ging da durch sie durch? Ja, Emotionen sind also ein bisschen Teil vom Fußball. Ich glaube, sie meinen jetzt die Situation, als Brügger da die rechte Linie lang läuft. Ja, okay, da finde ich auch, gibt es keine zwei Meinungen, aber ich bin der Regelkunde nicht ganz so mächtig. Von daher vertraue ich dann auch den Schiedsrichtern, was sie entscheiden. Und das müssen wir akzeptieren. Und wir akzeptieren jetzt die Niederlage, obwohl es, ich will nicht das Wort bitter in den Mund nehmen, es tut schon weh. Weil die Mannschaft sich einfach nicht belohnt hat für den Aufwand, für die Chancen, die sie sich herausgespielt haben. Und da muss man auch sagen, zweimal hat der Torwart, der Oberhausen, wirklich sehr, sehr gut gehalten.